Hallo und grüß Gott, mal wieder auf der Tour. Guten Morgen. Morgen, heute ist Samstag, 13. Juli, 9 Uhr, oder was haben wir jetzt? Sowas in der Art? Ja, 10 vor. 10 vor 9. Wir sind gestern Abend schon hier nach Wiesensteig gefahren, auf die Schwäbische Alb, haben dort jetzt auf einem Parkplatz genächtigt, um gerade heute Morgen schön früh loszugehen. Das Wetter ist bescheiden. Wie ihr gesehen habt, gestern Abend ging hier ein richtiges Gewitter los. Und der strömende Regen. Und jetzt heute Aber besser als zu heiß. Aber besser als zu heiß, sicher. Momentan bewölkt, trocken. So soll es auf jeden Fall auch sein, bis um 1 oder 2 Uhr. Vielleicht haben wir auch Glück. Also gegen späten Nachmittag soll hier aber auch wieder Starkregen und Gewitter kommen. Von daher gehen wir jetzt ran. Wir laufen heute wieder einen Löwenpfad, wie ihr gesehen habt. Wie ihr gesehen habt. Filzursprung. Den Filzursprung laufen wir heute. Der geht 13 Kilometer, sowas. Schöner Rundweg. Und wenn ihr Lust habt, begleitet uns einfach. Kommt mit. So, war wohl nichts mit Mittag, eher Schräge. Und nicht lange auf sie warten lassen. Wir sind gerade mal eine halbe Stunde unterwegs. Ups, jetzt sind wir gerade mal eine halbe Stunde unterwegs. Und es regnet. Wir werden aber langsam ein Schrittes weitergehen. Haben ja Zeit den ganzen Tag. Von daher. Hoffentlich kriege ich trotzdem noch ein paar schöne Bilder rein. Erster Aussichtspunkt, Knaupenfels in 1,5 Kilometer. Im Anschluss dann Burgruine Reusenstein.
Wir sind gespannt, was uns da erwartet und freuen uns drauf. Trotz Regen macht es eigentlich einen Riesenspaß zu laufen. Und was ich sagen kann, wir sind nicht die einzigen Wanderer, die unterwegs sind. Uns sind gerade eben zwei junge Wanderer entgegengekommen. Die sind auf dem Weg, auf dem Löwepfad. Also, ist doch alles halb so schlimm. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt kommt es langsam in eine neblige Region. Wie ihr seht, nebelt es hier ziemlich. Da zieht es gerade direkt auf uns zu. Und da kämpfen wir uns jetzt einfach mal durch. Außerhalb von den Bäumen regnet es nicht mehr, es ist nur noch Nebel. Sind wir überhaupt richtig? Schlaupenfels, 743 Meter. Ich hoffe, man sieht es soweit. Jetzt schauen wir uns mal die Aussicht an, wie es aussieht. Naja, oh, lichtet sich sogar ein bisschen. Guckt mal an. Gehen wir mal da vor, da vorne ist auch noch mal eine Bank, Verena. Guckt euch das an. Sieht man das soweit? Schon, gell? Ja. Wollen wir den Nebel da hochkommen? Ja, sieht man das, wie der Nebel hier hochzieht durch den Wind? Nebel und leichter Regen ist jetzt dabei. Eieieiei. So, und wenn man mal guckt, diese Richtung müssen wir nachher, diese Richtung. Der Wind treibt es in diese Richtung. Was kommt von da? Jetzt ist eigentlich schon wieder heller. Was das für ein Dorf ist, kann ich euch gar nicht sagen. Keine Ahnung. Ist auch wurscht. So weit, so gut. Ihr habt gedacht, wir sehen gar nichts. Von daher sehr zufriedenstellend. Prima. Gehen wir einfach weiter. Komm mit. Thank you.
Oberkreuzenstein, wo wir vorhin waren. Und wir sind jetzt rechts davon im Wald entlang. Sind wir entlanglaufen bis hierher. Sehr schön. Was zeigt mir das da unten im Tal? Wird es hier hell? Oder lassen wir uns überraschen? Vielleicht kommt doch noch mal Sonne irgendwann. Aha. Schau es an. Sonne. Wir sind mit Sonne. Sind wir jetzt noch gesegnet? Hey, das ist doch eine Sache. Hätten wir auch sagen können, dass erst mittags ab 1 rum Sonne kommt. So, jetzt haben wir noch Papiermühle. Unser Ziel 3,8 Kilometer. Dann sind wir da am Auto. Und wir laufen dann diesen Weg. Thank you.
Papiermühle, 1,9 Kilometer bis zum Ziel. Jetzt kommt noch das Highlight eigentlich dieses Weges, der Filzursprung, 200 Meter. Allerdings, die Sonne ist da, blauer Himmel haben wir. Wir hören schon Kindergeschrei. Ich glaube, da ist ziemlich viel los. Wollen wir mal schauen, inwieweit wir uns das anschauen, den Filzursprung. Da kommt's raus. Da kommt's raus. Und da entspringt die Filz. Schön. Und es ist noch richtig klar, das Wasser. Hier sind wir heute Morgen gestartet. Um 10 vor 9 war das. Und jetzt haben wir 2:30. Sehr schön, 5,5 Stunden haben wir gebraucht für 14 Kilometer. Und jetzt sind wir hier. Unsere Runde ging dann so rum. Die Schertelshöhle haben wir ausgelassen, weil wir laufen morgen. Die blaue Linie hier, das ist ein Eiszeitpfad. Da kommen wir da auch vorbei, dann wollen wir da vielleicht reingucken. Aber das werden wir morgen entscheiden. In diesem Sinne, gucken wir mal, was das Auto macht. Also, hallo. Wir sitzen jetzt schon eine Weile in Pössi, haben uns umgezogen, akklimatisiert, haben schon was getrunken, ein bisschen ausgeruht. Von der langen Strecke waren halt doch 14 Kilometer, sind doch nicht ohne. Und ja, zum Weg. Also der erste Teil, der wäre recht interessant gewesen, mit Ausblicken und am Trauf entlang bis zur Burgruine Reusenstein. Hatten wir allerdings Pech mit dem Wetter, sprich Regen ziemlich viel und wenig Aussichten durch Nebel. Danach ist es dann flach, dann eher ab vom Spannungswert her. Dann läuft man nur noch durch den Wald und durch breite Forstwege und so weiter und macht dann nicht mehr so viel Spaß. Aber wir haben es geschafft, man sieht's. Sonne war auch wieder da zum Schluss. Und jetzt machen wir es uns gemütlich. So, Daddy sage. Mhm. Also, und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid und sagen bis dahin Ade! Ade.